Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Ich möchte euch heute die Netgear MIMO Antenne zeigen. Das ist eine kleine Zusatzantenne für mobile Surfsticks, für mobile WLAN-Hotspots mit LTE, UMTS oder GSM. Einfach um den Empfang ein bisschen aufzubessern und die Geschwindigkeit ein bisschen zu verbessern. So zumindest die Theorie. So sieht das Ganze aus, wenn es bei Amazon bestellt wird oder bei jedem anderen Händler vermutlich auch. Ich habe es mir wie gesagt bei Amazon bestellt, etwa 37 Euro. Und ich würde sagen, wir packen das mal aus. Und jetzt schauen wir mal, was mitgeliefert wird. Erstmal aber ein Blick auf diese Karte hier. Ja, da steht im Grunde vorne nicht viel drauf. Hinten die Größe, wofür es gedacht ist und wie man es anschließt. Ja, hier sieht man das nochmal genauer. Das ist in dieser mobile Hotspot, mit dem man das benutzen kann. Netgear AirCard 790 oder 810 sind da die aktuellen Modelle. Es sind schon die passenden Kabel dran, auch das sehen wir gleich noch. Und so sieht die Antenne aus. Man kann sie eben mit diesen mitgelieferten Halterungen auch am Laptop hinten festmachen, damit sie ideal für unterwegs geeignet ist. Ja, schauen wir uns mal genauer an, was da jetzt mitgeliefert wird. Da haben wir erstmal die Antenne selber. So sieht sie aus. Hand zum Vergleich, ungefähr so groß wie meine Hand. Wirkt ziemlich stabil, sehr stabil sogar. Ist natürlich aus Plastik, klar, muss ja sein. Sonst werden die Funkeigenschaften natürlich beeinträchtigt. Ja, sieht jetzt nicht besonders toll aus, aber wie halt eine Antenne aussehen sollte. Dazu das Kabel, würde ich sagen, ist 1 Meter lang insgesamt. Ist ja hier noch aufgerollt. Und hier haben wir eben die TS9 Adapterstecker, passend für alle aktuellen Netgear Modems. Ich habe hier ein Netgear LB 1110, so heißt es. Und das hat eben zwei Anschlüsse. Einmal hier den Main-Anschluss, einmal den Diversity. Das ist also eine MIMO-Antenne, die man für LTE auch benötigt. Und da steckt man die beiden Kabel eben rein und kann den Empfang aufbessern. Wir gucken uns gleich mal an, ob das denn auch wirklich was hilft. Zumindest hier am Standort. Ja, was wird mitgeliefert zur Halterung? Haben wir zweimal einen Saugnapf, um das Ganze am Fenster festzumachen. Oder hier diese Halterung, um das am Laptop festzumachen. Probiere ich gleich mal aus, aber ich denke mal, das sollte ganz gut funktionieren. Und dann kann man die Antenne eben auch prima im Zug oder in der Autofahrt als Beifahrer benutzen. So, bevor wir mit den Speedtests weitermachen, möchte ich euch noch kurz zeigen, in welchen Frequenzbändern die Antenne einsetzbar ist. Netgear schreibt also, dass die 2 TS9-Konnektor hat. Sprich, ihr braucht ein Gerät mit TS9-Anschluss. Das sind alle aktuellen Netgear-Geräte, zumindest die meisten. Und die Antenne unterstützt natürlich alle Technologien, denn die auf diesen Frequenzbändern hier gesendet werden. Das sind die Frequenzbänder, die auch in Europa bzw. Deutschland natürlich eingesetzt werden, für LTE und für UMTS natürlich auch. Und ja, ihr seid mit der Antenne auf jeden Fall ganz gut bedient. So, schauen wir uns das mal an. Ich habe jetzt aktuell die Telekom LTE-Karte drin. Das ist ein Balken bzw. zwei Balken LTE-Empfang. Das seht ihr hier unten. Der Router zeigt zwei Balken an. Und wir machen jetzt mal einen Speedtest ohne Antenne. Und ja, während er läuft, kann ich euch schon mal sagen, ich habe mit O2 schon ein paar Tests gemacht. Bei schlechten Empfang, bei LTE war das mit der Antenne deutlich besser. Also da gab es etwa die doppelte Geschwindigkeit. Bei UMTS war es andersrum. Da hatte ich einen relativ guten Empfang ohne Antenne. Und mit Antenne war der Empfang nicht besser. Und die Geschwindigkeit war auch nicht besser. Also je nach Empfang, wenn der Empfang schlecht ist, bei O2 war es so, war die Antenne wirklich viel wert. Aber wenn der Empfang eh schon gut ist, dann lohnt sich die Antenne eher nicht. Ja, bei der Telekom hier relativ schlechte Geschwindigkeiten bei LTE mit nur zwei Balken Empfang ohne Antenne. Im Downlink etwa 3 Mbit, im Uplink auch und ein Ping von 36 Millisekunden. Ich werde jetzt mal die Antenne anschließen an das Gerät. So. Die Antenne ist installiert. Wie ihr seht, 4 Balken anstatt nur 1 bis 2 Balken empfangen. Die Antenne hängt hier so am Fenster mit den Saugnäpfen. Und ihr seht, der Empfang ist deutlich besser, zumindest auf dem Papier. Was die Geschwindigkeit macht, ob die auch verbessert wurde, das sehen wir jetzt bei einem erneuten Speedtest. Und ja, wir sehen hier deutliche Verbesserungen von den 3 Mbit auf 17,5 gleich 18 Mbit. Und 38 Millisekunden Ping, da hat sich nichts getan. Aber ja, auf 800 MHz funkt die Telekom hier LTE. Und es ist eben nicht nur, dass die
ein bis zwei Balken auf 4 hochgegangen sind, sondern die Antenne bringt eben auch eine Vervielfachung von der Geschwindigkeit, auch wie man hier im Uplink sieht, fast 20 Mbit im Uplink im Gegensatz zu 3 gerade. Das hat sich ja wirklich gelohnt mit der Antenne. Ja, ich habe nochmal kurz auf UMTS umgestellt, 3G, da haben wir einen hervorragenden Empfang hier, weil der Mast nur wenige hundert Meter entfernt ist und das ist jetzt ohne Antenne deutlich besser als LTE, ist aber wie gesagt zu erwarten, da der LTE-Mast weit weg steht und der UMTS-Mast direkt um die Ecke. Downlink 24 Mbit, Ping von 32 Millisekunden und der Uplink wird sich vermutlich so um die 5 Mbit oder 4,5 einpendeln, wenn ich das von den früheren Tests mal heranziehe. Ja, auch hier 3, 4, 4 Mbit ungefähr im Uplink. So, jetzt werde ich mal die Antenne anschließen. Ja, mit Antenne natürlich auch 5 Balken wie ohne Antenne. Das heißt, die Antenne hat hier keinen Empfangsgewinn mehr gebracht. Wie soll es auch sein, wenn der Empfang eh schon perfekt ist? Und von der Geschwindigkeit her, ja, es ist tatsächlich noch etwas besser geworden. Man glaubt es kaum. 31 Millisekunden Ping. Hier knapp 28 Mbit im UMTS-Netz, das muss man sich mal überlegen. Das sind wirklich hervorragende Werte für UMTS, besser geht es nicht. Da bringt die Antenne scheinbar auch noch ein ganz klein bisschen was. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Wie gesagt, weil das im O2-Netz auch das Gegenteil der Fall war, da hat die Antenne sogar ein bisschen negativen Punkt gehabt. Zumindest laut Speedtest. Die Speedtests sind natürlich nicht immer ganz genau, aber sie geben einen guten Anhaltspunkt. Ja, und hier sieht man wirklich auch im UMTS-Netz bei gutem Empfang die Antenne von Netgear. Die taugt. Ja, das war mein Video zur Netgear LTE-Antenne. Einen Kauflink findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch Fragen zu der Antenne habt, dann gerne in den Kommentaren stellen. Ich habe die mir privat gekauft, das heißt, ich muss die nicht zurückschicken und kann natürlich noch weitere Tests durchführen, wenn ihr das gerne wollt. So viel erstmal dazu und ja, vielen Dank fürs Zusehen.